Hallo und herzlich willkommen zu Folge 111 von Odyssee im Auftrag des Königs. 111, schöne Zahl, ne? Schnapszahl erreicht. Hello, Prost, Neujahr oder sonst was. Gut, da würde ich sagen, wir gehen die. Okay. So geht's auch. Wir gehen weiter die Häuser durch und nehmen uns alles mit, was wir können. Hier sieht's doch nach einem Labor aus. Zumindest in kleinem Stil. Mann her. Oh, nein, ich will mich da nicht hinsetzen. Roland, steh auf. Der backt ein bisschen die Textur vom Fenster. Das ist jetzt nicht meine Sorge. Ich nehme mich hier alles mit. Haben wir ein bisschen Fleisch dabei? Nicht viel. 9. Ja, okay. Ist okay. Und ich wollte eigentlich. Ich kann das immer noch nicht. Ich hätte, bevor ich hier losgehen müssen. Losgegangen. Ach, egal. Blätter. Bevor ich hier los auf die Insel zu schwamm, fuhr, mit dem Boot, was auch immer, hätte ich eigentlich noch den Trank der Stärke erlernen sollen. Allerdings glaube ich, hätte das mit 15 Lernpunkten sowieso nicht gereicht. In dem Fall ist eigentlich schon alles okay soweit. Aber ich glaube, das würde sich auf jeden Fall lohnen. Wie viel haben wir denn? 3. 2 Mana. Mana könnte man eigentlich sogar. Nee, ich behalte es mal. Wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann mal in Geldnöte. In Geldnot. Aber ich. Wobei, wir haben 15.000 und. Nee, nee, sicher ist sicher. Ich will mal gerade schauen. Wir haben dabei. Ah, Zirpnis haben wir noch. Geeignet für Kräutersuppe. Wir haben 5 Drachenwurzeln. Das sind schon mal 15 Stärke extra. Das würde sich jetzt schon lohnen, das mit dem Trank zu erlernen. Das würde sich jetzt schon lohnen, auf jeden Fall. Wie viel? Gut, Grundstück haben wir auch ein paar dabei. Die brauchen wir dann auch noch. Sumpfkraut, Feldknöterich haben wir auch ein paar. Unkraut brauchen wir nicht. Feuerndes Leibpflanze, bla bla bla. Haben wir denn auch hier Goblin? 15 Stück. Okay, das würde sich natürlich lohnen. Wegen Geschicklichkeit. Wie gesagt, die Drachenwurzeln essen wir natürlich nicht. Das wäre ein bisschen bekloppt. Wir werden das natürlich erlernen mit den Tränken. Das würde sich schon lohnen. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem Geschicklichkeitstrank funktioniert. Aber auf jeden Fall werden wir das mit dem Stärketrank machen. Weil das können wir auch. Das kostet nur, glaube ich, 20 Lernpunkte. Deswegen haben wir jetzt gerade im Moment nicht genug. Und wir sollten ja hier bestimmt ein Level schaffen. Und dann sollte das alles funktionieren. Ich habe das Erz. Kommen wir jetzt ins Geschäft? Hey, fantastisch. Damit kann ich mir endlich ein Schwert schmieden, mit dem ich mir ein Boot besorgen kann. Na schön. Richte dem Dorfvorsteher aus, dass jetzt etwa ein Viertel der Waffen und Pfeile an Baromir geht. Mehr ist aber nicht drin. Oh, das reicht doch erstmal. Gut, wir haben jetzt 3 Erzbrocken abgegeben, haben wir die Quest erledigt. Lass mal schauen, erstmal hier hoch. Scrollen wieder, ne? Der Schmied Vico haben wir erledigt, alles klar. Dann, ich muss aber aufpassen, ich gehe mal lieber von der anderen Seite ran. Nicht, dass ich dann aus Versehen ins Boot springe und dann gehen wir erstmal wieder zurück aufs Boot oder Hey, aufs Schiff. du. Das wollte ich jetzt auch nicht. Deswegen erstmal Bescheid sagen. So, das wäre erledigt. Vico schmiedet wieder für euch. Auch Baromir bekommt sein Teil. Sehr gut, ich danke dir. War ja nicht so schwer, was? Abwarten. Wenn die Söldner mitkriegen, was Sache ist, werden die Probleme wahrscheinlich noch kommen. Ach was. Bis dahin bist du wieder auf deinem Schiff. Das wage ich zu bezweifeln. Hoffentlich. Aber okay. Und jetzt sage mir endlich, wo ich Roche finde. Roche lebt in dem großen Haus, wo die Ach. Wache davor steht. Das ist das große Gebäude mit der Treppe. Allerdings wird dich die Wache nicht so ohne weiteres zu ihm lassen. Na toll, und jetzt? Rede mal mit der Wache an der Tür des Rathauses. Mit etwas Glück kannst du ihn vielleicht überreden, dass er dich zu Roche lässt. Na gut, dann versuche ich mal mein Glück. Viel Erfolg! Der Weg zu Roche. Das ist nun die Quest. Da. So, ich soll daher mich daher mal einer der Wachen und da mit einer der Wachen unterhalten. Der Mann steht an der Tür des Rathauses. Also das ist das Rathaus, was der sich also hier zu eigen gemacht hat. Ich will nur schauen, dass ich alle Häuser noch mal, dass ich alle Häuser mitnehme. Werden Sie mich jetzt erstmal noch ein bisschen im Dorf selbst erkunden oder das Dorf selbst erkunden. Ach ja, das ist das Haus von der Köchin und vom Dorfvorsteher. Da waren wir auch schon drin. Ja.
Nee, ich sag, ich geh gerade mal alle Häuser durch. Dann hatten wir das Haus da hinten dran. Mit dem kleinen Alchemielabor. So, was ist denn hier? Oder war das das, was wir auch schon hatten? Das hatten wir auch schon. Gut, das ist das vom Schmied. Dann noch das Haus da hinten. Ich muss sagen, die haben echt relativ einfältige Arbeit hier. Oh, sieht doch mal hier. Der hier ist ein bisschen belesen, ne? Zumindest hat er was zu lesen. Okay, die Goblins. Die Rasse der Goblinum Dolossum, auch Goblins genannt, sind hüfthohe Zeitgenossen, die sich durch ihren schmächtigen Körperbau und ihre grüne, lederartige Haut auszeichnen. Diese äußerst verschlagenen Wesen, die in größeren Gruppen Wildnis und Höhlen unsicher machen, können eine ernstzunehmende Gefahr für unachtsame Reisende darstellen. Also für uns nicht. Doch der erfahrene Krieger ist sich der List der Goblins bewusst und macht dieser Plage ein schnelles Ende. Doch besondere Vorsicht ist bei Goblin-Schamanen und deren magischen Fähigkeiten, der Kampfkraft der Goblin-Krieger sowie vor schwarzen Goblins einer ungleich stärkeren und zäheren Unterart dieser Lebewesen geboten. Ein bisschen was Neues erfahren, beziehungsweise, naja gut, Neues erfahren nicht, aber hier wurde mal schriftlich dargelegt, was es so an Goblin-Arten alles Verschiedenes gibt. Gut, wir machen uns jetzt weiter auf zum Rathaus oder reden einfach mit den Leuten. Können wir auch machen. Beziehungsweise, weil hier können wir ja noch alle beklauen hier, ne? Hallo, kannst du mir sagen, was hier los ist? Ach, früher war alles besser. Ja, perfekte Antwort. Heute hocke ich hier vorm Lagerfeuer und hoffe, dass der Krieg mit den Orks bald vorbei sein wird. So aber lebt man ständig in der Angst, dass hier noch was ganz Schlimmes passiert. Okay, hat er sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht, ne? Ne, vielleicht wird der ja noch irgendwie wichtig. Reden wir mal mit den beiden Damen hier. So, erstmal beklauen. Hey! Lass mich in Ruhe! Sehr freundlich. Hey, du! Hallo! Lass mich in Ruhe! Hey, du! Halt, warte. Beklauen geht immer. Blickkontakt halten, nicht abweichen, schau mir in die Augen und danke für die 18 Gold. Aber wie gesagt, die scheinen alle hier relativ scheu zu sein. Na gut, die werden ja auch mehr oder weniger unterdrückt, könnte man sagen. Hey, lass mich in Ruhe. Ja. Deswegen sind sie auch so schlecht gelaunt. Die werden noch schlechter gelaunt sein, wenn sie Dings mal in die Geldbörse gucken. Auf jeden Fall ist auch Clown. Oh, der ist ein ganz armer Kerl. Hallo! Lass mich in Ruhe. Gut, dass er jetzt noch ärmer ist. Und das Melvin. Und mit dem kann man sogar handeln. Der hat sogar ein bisschen mehr Geld dabei. Gut, ist auch ein Händler. Was hat der Gute? Ach du Scheiße. Äpfel! Kaufen. Zack. Warum Äpfel? Ganz einfach, Äpfel gleich Stärke, wenn man die in Massen isst. Das ist sehr wichtig für uns. Hallo, ich bin ein Reisender, der sich hier mit Proviant eindecken will. Was macht das Geschäft? Das Geschäft? Sieh dir doch dieses Kaff mal an. Ich habe kaum Kunden und meine Lieferanten wurden allesamt von den Korsaren abgefangen. Habt ihr denn keinen Jäger? Doch, wir haben einen. Aber der hat seine Klappe zu weit aufgemacht und was von Orks gefaselt. Rosch hat daher den armen Trottel aus dem Dorf verbannt. Armer Kerl, was kannst du mir sonst noch über die Orks und die Korsaren berichten? Gar nichts, Mann. Gar nichts. Und was ist mit der Ork-Flotte? Wohin ist diese jetzt gesegelt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Das weißt du ganz genau. Warum willst du mir es nicht sagen? Ich kann dir auch gerne etwas Gold für die Auskunft geben. Also? Hör mal, wenn du noch weiter mich mit deinen Fragen löcherst, werde ich die Söldner zur Hilfe holen. Ich sage zu dieser Sache gar nichts. Verstanden? Oh, ja, ist gut. Die sind alle echt... Zeig mir deine Ware. Ziemlich scheu, was das angeht. Die haben viel zu viel Angst vor den Söldnern. Na gut, da stehen noch ein paar. Das darf man auch nicht vergessen. Das sind nicht wenige. So. Wir lümmeln uns jetzt erstmal hier neben den Händler und fressen genüsslich 15 Äpfel. Ich würde mal gerne wissen, wie viele Äpfel das genau sind, bis wir... Ah, jetzt haben wir schon einen Stärkepunkt dazu bekommen. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, wann das war. Egal, fressen wir einfach Äpfel und Mast, ist ja jetzt egal. Irgendwann kriegen wir noch einen Stärkepunkt dazu. Was ich auch hätte machen können, wäre, da hätte man sogar noch ein bisschen mehr Stärke gespart, indem ich einfach bis fast zum Ende gewartet hätte.
Mit allen Äpfeln dabei, dann hätte ich alle auf einmal gefressen, aber wir brauchen auch ein bisschen Stärke für zwischendurch und wir müssen ja nicht komplett so spielen, dass wir auch hundertprozentig mit dem Skillen alles machen können. So perfekt, das muss jetzt auch nicht sein. Sprich, ich hätte warten können, bis ich dann auf den Lernpunkt genau so viel Stärke ausgegeben hätte, dass also noch das Verhältnis 1 zu 1 ist und dann so weiter und so fort, ne, bis dann ein Stärkepunkt, zwei Lernpunkte kostet. Das ist jetzt auch vollkommen egal. Was haben wir denn hier? Ist das schon der Roche? Ich spreche mal lieber ab, nicht bevor der mich gleich angreift. Das ist Dale hier. Hier ist Dale und hier sind deren ganzen Vorräte. Wahrscheinlich sind das die ganzen Erzeugnisse aus dem Dorf, die sie sich hier einverleibt haben. Aber hier können wir nichts mitnehmen. Und hier schlafen die Söldner. Hier sind einfach mal 6 Betten. Ich rede mal mit dem Dale. Einfach mal so. Der hat nur eine Holzfäller-Axt. Also gut ausgerüstet sind die Jungs hier auch nicht. Hey. So, da schwebt da ganz kurz. Sieh an, ein Schoßhund des Königs. Was willst du hier? Steuern kassieren und uns sagen, dass wir uns nicht an die Gesetze gehalten haben? Was? Nun, ich... Egal, was du hier willst. Wenn du Ärger machst, dann wirst du erfahren, was Schmerzen sind. Klar? Ich glaube, dir muss meiner auf die Fresse hauen, Kollege. Und hier war mal früher vielleicht, könnte ich mir vorstellen, eine Art Versammlungsraum fürs Dorf. Jetzt halt Schlafraum für die ganzen Söldner. Nur eine Theorie. Also das Dorf ist ja auch mit Felsen abgedeckt, sag ich mal. Oh, hier ist ein Weg nach oben. Ist ja auch schön. Oh, da kommt Gegner. Fast erschrocken. Die 4 Palmen da sehen ja ganz witzig aus. Und ist da noch eine Riesenratte? Nee, ne? Ich kam irgendwo da hinten raus, oder was? Huch. Bitte fall raus. Nicht, dass du dich jetzt festbackst. Okay, gut. Und hier oben sind Weidenbeeren. Auf jeden Fall. Ein bisschen Unkraut sehe ich auch schon. Da kommt wieder die altbewährte Quest von wegen Unkraut rupfen. Wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Ich gehe hier nur mal ein bisschen lang und töte Riesenratten. Wobei jetzt nicht die besten EP liefern, oder die meisten, aber besser als nichts, wir nehmen ja wie gesagt alles mit. So ein bisschen Kleinvieh töten ist auch ganz okay. Ist das jetzt schon Unkraut? Ja, das sieht aus wie so eine, ja, Feldrüben rupfen wahrscheinlich, wenn ich nehme es einfach so mit. Und die armen Jungs müssen ja alle arbeiten wie Sau. Kriegen keine Freizeit, weil sie sonst den Bach runtergehen. Bevor wir zu Roche gehen, reden wir erstmal mit denen. Vielleicht reden die ja doch mit uns. Übrigens, das sind glaube ich 4 Stück, ne? Kann das sein? Hier liegt auf jeden Fall ein Lederbeutel. Nehmen wir mal ganz kurz aus. Lass mal ganz nach unten scrollen hier. Ein Lederbeutel mit ein bisschen Geld drin. Und was ist hier oben? Auch ein Lederbeutel. Ein schmaler. Wiegt nicht viel. Egal, besser als nix. Reden wir mal mit den ganzen Jungs, auch wenn sie nichts zu sagen haben, wir können sie ja immerhin ausnehmen, ne? Hey, lass mich in Ruhe. Ja, die scheinen alle ihre Ruhe haben zu wollen. Wir lassen das Unkraut mal da. Notfalls können wir es immer noch mitnehmen, auch wenn es uns eigentlich gar nichts bringt. Oh, der hat ein bisschen mehr Geld gehabt. Hallo! Sieh an, ein Reisender. Was will jemand wie du auf dieser Insel? Ich komme von einem Kriegsschiff des Königs. Wir wollen gegen die Orks kämpfen und... So? Damals dachte ich auch, dass ich zu höheren Berufen bin. Und jetzt bin ich Bauer. Das Leben ist doch ironisch, was? Ja. Kann ich dir helfen? Verstehst du was vom Ernten? Nun, ich... Dachte ich's mir doch. Ich könnte die Feld drüben... rupfen. Wenn du wenigstens ein bisschen Geld verdienen. Aber gut. Wenn du nicht willst. Mal klar mal deine Kollegen. Der hat auch Geld dabei gehabt. Alles in Ordnung? Das Leben auf dieser Insel sollte eigentlich einfach sein. Doch jetzt, wo die Bedrohung durch die Orks und der Korsan wächst, machen die Söldner mehr Druck.
Da hat aber einer die Situation gut analysiert. Vielleicht können wir hier für jemanden jetzt ein bisschen was rupfen oder so. Wäre eigentlich ganz nett. Hallo, lass mich in Ruhe. Aber nein, dem ist nicht so. Vielleicht müssen wir erst die Söldner auf unsere Seite ziehen oder vertreiben oder umbringen oder abmetzeln oder sonst was. Wobei umbringen und abmetzeln in dem Fall eigentlich das gleiche ist. Wir nehmen ganze Heilpflanzen mit. Ich schaue auch mal, dass wir eventuell für die Lernpunkte auch hier dann Tränke brauen. Wäre auch nicht schlecht eigentlich. Dann könnte man auf jeden Fall noch ein paar Heiltränke mitnehmen, falls wir mal ein größeres Unterfangen vor uns haben. Wobei, momentan geht's ja eigentlich noch. Wie gesagt, die Feldrüben, normalerweise sind nie ein Haufen Feldrüben da, da muss eigentlich eine Quest dahinter stecken. Aber wie gesagt, ist hier ein Weg nach oben? Nee. Aber wie gesagt, wenn nicht, dann kommt das vielleicht später noch. Wie gesagt, ist jetzt auch mehr so ein abgeschlossener Teil, auch von Felsen umgeben. Das ist eigentlich ganz nett gemacht hier. Ja, und um von der Arbeit zu fliehen, muss man wohl oder übel an den Söldnern vorbei. Ist ja echt mies hier. Ist das jetzt der andere Kerl? Ist doch der Costa, der hat uns doch vorhin schon angemault. Oder in der letzten Folge. Oh, das ist ja für mich vorhin. Alles fit? Erstmal beklauen, dem geht's bestimmt gut. Der hat die 15 Gold bestimmt nicht nötig. Hallo! Lass mich in Ruhe. Hallo! Lass mich in Ruhe. Hallo! Lass mich in Ruhe. Muss immer noch auf den Sack gehen, oder? Kommt einer zu dir, du liegst da irgendwie in der Ecke, hinter Fässern versteckt. Einer kommt zu dir und sagt einfach Hallo, so ganz freundlich, und das dreimal. Lass mich in Ruhe, ich muss zur Roche, ja, warte mal ganz kurz. War das jetzt der einzige Aufgang? Ich glaube schon, ne? Sonst gibt's hier... Nee, ja gut, dann müssen wir doch da lang. Hau mal dem mal auf die Fresse, wenn er es unbedingt nötig hat. Lass mich in Ruhe, ich muss zu Roche. Was soll der Roche denn von dir wollen, hä? Nun, ich habe Wichtiges mit ihm zu besprechen. So, was denn? Geht dich nichts an. Doch, das tut es. Denn ohne mich wirst du niemals zu Roche vorgelassen. Ich muss wissen, was hier für Schiffe vorbeigekommen sind. Und vor allem, wohin sie gesegelt sind. Ach ne, und warum das? Das geht dich nichts an. Und jetzt tu nicht so. Ich weiß genau, dass hier Schiffe der Orks vorbeigekommen sind. Kann schon sein. Hör mal, wir sollten zusammenhalten. Wenn die Orks eure Insel überfallen, habt ihr nicht zu lachen. Verdammte, da hast du nicht unrecht. Hör zu, ich kann dich nicht ohne weiteres zu Roche lassen. Aber wenn du bereit wärst, für uns was zu tun, könnten wir nochmal darüber reden. Das klingt doch ganz nach was, nach einem Kompromiss hier, oder? Na schön, was soll ich tun? Einige Korsaren haben hier in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen. Diese Kerle scheinen Verbündete der Orks zu sein. Wir müssen daher unbedingt in Erfahrung bringen, was sie vorhaben. Dich kennen sie nicht. Und da wir die Bastarde früher oder später vertreiben wollen, wirst du für uns in das Lager gehen und herausfinden, was sie vorhaben. Na toll. Kannst du mir vielleicht auch verraten, wie ich das überleben soll? Ganz einfach. Hier, zieh dir diesen Fetzen über. Gehörte mal einem ehemaligen Sträfling. In dem Aufzug werden dich die Kerle in Ruhe lassen. Und wenn nicht? Tja, dann hättest du verdammt Pech gehabt, würde ich sagen. Na gut, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Du sagst es. Ach ja, eins noch. Komm erst wieder, wenn du deinen Auftrag erledigt hast. Roche ist nicht an Kleinigkeiten interessiert. Außerdem wäre es nicht gut, wenn dich ein Spitzel der Korsaren hier sehen würde. Und wo befinden sich die Korsaren? Auf der anderen Seite der Insel. Von Weitem kannst du bereits ihr Schiff sehen, das am Ufer ankert. Am besten gehst du sofort, sonst kriegen die Kerle noch mit, dass du zu uns gehörst. Halt, bevor ich es vergesse. Es geht das Gerücht um, dass die Korsaren einen Schwarzmagier bei sich haben, der sich bei der Kapelle breit gemacht haben soll. Versuch mal herauszukriegen, was an dem Gerücht dran ist. Ich persönlich denke, dass das Quatsch ist. Wahrscheinlich hat man nur den Feuermagier Kayo gesehen, der bei der Kapelle lebt. Und der wird sich bestimmt nicht mit den Korsaren abgeben. Aber man weiß ja nie. Also halte Augen und Ohren auf. Und jetzt geh.
So, wir haben jetzt die Quest hier zweimal aktualisiert. Müssen jetzt aus dem Dorf raus, haben mit allen geredet, die wollten ja alle nichts von uns. Und, was ich auch ganz lustig finde, wir haben eine Banditenrüstung oder halt eine mittlere Söldnerrüstung bekommen, die wir uns jetzt überstülpen, damit halt die nicht, denken, dass wir zu den Soldaten des Königs gehören. So, das ist eine mittlere Banditenrüstung, sieht aus wie eine leichte, oder? Ah ne, doch, das ist eine mittlere, oder? Ich glaube, egal. Wir haben jetzt eine mittlere Banditenrüstung, die ist natürlich recht schwach, aber wobei, naja, also so viel besser. Ach, das ist die leichte. Marinerüstung. Ja, die ist gar nicht so viel schwächer als unsere jetzige. So, jetzt sind wir ein Bandit. Jetzt können die vielleicht auch mit uns reden. Keine Ahnung. Hallo, lass mich in Ruhe. Okay, nee, doch nicht. Gut. Aber wir können mit den Korsaren hier mitreden. Das werden wir dann auch in der nächsten Folge machen. Bis dahin, tschüss.